Hallo und willkommen zu meinem neuen Let's Quickly Play Braid. So, wir bewegen uns hier mit unserer schattenhaften Person. Vielleicht haben einige da... Oh, Sterne da hinten. Interessant. Einige mein anderes Let's Quickly Play gesehen. World 2? Nein. Eigentlich will ich das mal in Welt 1. Okay, gut. Wenn wir springen, lassen wir uns automatisch fallen von der Leiter. Jo. Ah, da fehlt uns die Leiter. World 2 ist in World 1. Hallo? Ist das hier Welt 1? Na gut, dann nehmen wir das halt so. Mein Let's Quickly Play Limbo gesehen. Tim is in the search of the princess, she has been snatched and horrible thing. Eine sehr schöne Musik. Gehen wir mal hier rein. Drei einfache Stücke. Gut. Yay. Springen, springen, springen. Hopp. Mal gucken, ist hier was versteckt? Nein. Können wir uns ducken? Nein. Hier müssen wir nach oben klicken. Ah, okay, gut. Ganz vergessen. Kann ja nicht. Hopp. Hier nach rechts. Holen wir uns mal das eine Stück. Hopp. Hopp. Yay, ein Puzzleteil. Ah, Welt 2 ist... Okay, Mario-Style. Ui! So, mit dem können wir aber höher hüpfen. Hopp, boing. Oh. Ach so. Hahaha, der feuert nur 9. Okay. Hui. Ui. Ah, so. Stimmt. Drei einfache. Die haben wir jetzt auch gefunden. Hui, hopp. B. The Cloud Bridge. Die Wolkenbrücke. Wir brauchen hier einen Schlüssel. Ha, sonst kommen wir nicht da ans Puzzleteil. Oh, wo ist denn der Schlüssel? Hier. Oh, wir halten ihn sogar in der Hand. Interessant. So. Mach eine Wolke. Juhu! Ach, das ist so schön gezeichnet hier. Also definitiv was anderes als Limbo. Limbo war mehr so der traurige und düstere. So, wieder ein Teil. Oh. Aha. Hä? Das ist ein Eckstück, bestimmt hier unten. Ne, können wir noch nicht zusammenlegen. Wir müssen noch irgendwie nach da oben und nach da oben. Wie kommen wir denn da hin? Hä? Also definitiv jetzt noch nicht. Vielleicht bekommen wir irgendwann mal was. Womit wir die Puzzle zu Ende machen müssen. Jage. Okay. Ich jage. Ah, okay, gut, da oben. Für das Puzzleteil müssen wir alle jagen. Boing. Boing, ja. Ah, gut, die Zeit zurückspulen können wir mit X. So, dass wir nie tot waren. Okay, cool. Und wie sollen wir jetzt hier rüberkommen? Leap of Faith. Okay, gut, das weiß ich, glaube ich, wie das geht. Habe ich schon mal... Okay. So, schieß ab. Ah, Mist, der muss hier aber gerettet werden. So. Denn somit kommen wir ans Teil. Hopp, boing. Wow. Mist. X zurück. So, wir müssen jetzt warten. Wann schießt er den? Hopp. Aha, aber gut, ich habe da unten was gesehen. Au.
allgemein müssen wir, glaube ich, ganz links. Okay, dann versuchen wir das mal hier. Ganz. Ja, das hört sich sehr toll an. Ah. Okay. Warten wir mal, bis er da tot ist. Nein. Okay, aber ich glaube, hier unten kommt ja, glaube ich, noch einer. Jo. Den müssen wir einfach benutzen. Okay, gut, das war zu früh. Und der Typ stirbt da. Nee, da kommen wir nicht hoch. Nee, da müssen wir warten. Hier ist noch ein Puzzleteil. So, warten wir, bis er weg ist. Ah. Okay, da müssen wir dann drüber springen. Dumm-di-dum-di-dum. Ein süßer Dinosaurier. I'm sorry, but the princess is in another castle. Oh. Hm. So. Und... Nee, das passt nicht, oder? Nee, passt doch nicht, aber... Nein, passt auch nicht. Das ist irgendein Mittelstück. Ah, aber wir haben hier schon mal zwei gefunden. Zusammenpassen. Hm. Also definitiv ist hier eine Person. Hiermit? Na, das kann gar nicht dahin passen. Das sieht aus wie eine Plattform, ein Glas. Nein, das kann gar nicht passen. Okay. Ah. Machen wir mal Hand. Irgendwie muss das ja gehen. Ah. So, entweder geht hier mit hoch. Nein. Dann muss es anders gehen, nämlich damit rüber. Okay, gut, das war zu früh. Nee. Warten wir mal hier. Wir müssen auf jeden Fall alle killen. Aber wie schaffen wir das denn am besten? Warten hier. Hopp. Nee, da kommen wir so echt nicht rüber. Gut, dann exit current world. No resume. Anscheinend fehlt uns da noch was. Ich glaube, das eine können wir aber auch noch holen hier an der Seite. Da müssen wir einfach nur alles mit Timing machen. So. Na, das kann sein, dass wir das schaffen. Ist alles nur eine Timing-Sache. Schuss. Okay, gut. Das war zu... Hopp. Okay. Ja! Damit hätten wir das nämlich auch. So, eins fehlt uns nur noch. Das ist nämlich da unten. Ah, perfekt! So, zwei schaffen wir. Hoppa. Damit hätten wir das nämlich auch schon geschafft. Ah, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Ach, so schön gezeichnet hier alles. Eieieiei, da freut sich mein Herz. I'm sorry, but the princess is in another castle. Okay, aber ich weiß schon auf jeden Fall was. Das könnte hier perfekt zusammenpassen. Klack. Da haben wir hier ein Menschengesicht. Das passt dann natürlich hier zusammen. Brauchen wir was Buntes hier. So, das müsste bestimmt irgendwo da so ein Teil sein. Oder? Ne, das kann ja nicht die Ecke sein, stimmt. Da, das passt hier rein. Oder? Ja? Nein.
Ach, doch. Das passt schon mal hier rein. Dann haben wir hier was Lilanes. An sich kommen da eigentlich nicht mehr viele Stellen, ja, nämlich in Frage. So. So. So wie das aussieht, haben wir hier einen, der ein Glas nehmen möchte. So. Ha. Heißt, die anderen können wir eigentlich auch, weil ich glaube nicht, dass wir irgendwas Neues lernen hier, aber... Ich frage mich, wie man hier an die kommen kann. Klick, Schlüssel. So, ja, den haben wir, der ist einfach. So. Der war ja auch nicht schwer. So, wie sollen wir den? Ah! Hä? Kann doch gar nicht sein. Sollen wir bitte schon das hier schaffen oder den hier? Wie kann ich hier an einen von denen drankommen? Ich brauche ja definitiv einen von den Typen da oben. Kann man irgendwie die Maschine hier umdrehen oder sowas? Ja, weil wenn ich den nämlich hier benutze, um mich zu katapultieren, klappt das schon mal gar nicht. Ah! Okay, ich sehe hier was. Aber bringt mich nicht weiter. Also anscheinend müssen wir hier für das Teil da oben echt noch warten. Aber... Wie soll man den... dieses Handen hier schaffen. Kann ich irgendwas Besonderes hier machen? Nee. Nein. Ich weiß nicht, wie ich hier rüberkommen soll. Kann ich hier irgendwie Anlauf nehmen oder so? Dass ich weiterkomme? Nee. Obwohl, ich gehe mal zurück und nach vorne, vielleicht, aber nur vielleicht, könnte das sein, dass man hier das schaffen kann, indem man hier hochspringt und vielleicht kann man sich da oben festhalten an die Leiter. Nein, doch nicht. Dazu fehlt. Ne, ich glaube, ich mache es so anders. Ich mache es ganz anders. B. Ich habe nur eine Chance. Weil wenn man öfters auf die springt, kommt man höher. Das heißt, wenn ich vielleicht auf den hier unten springe, dann auf den oben, wenn das Timing passt, kann sein, dass ich höher komme. Ja, genau so. Ungefähr genau so. Ich komme da aber gar nicht höher. Nee, ich komme ja gar nicht höher. Also. Und hier weiter komme ich auch nicht. Kann man die irgendwie runterschubsen oder so? Nee, ne? Da habe ich keine Ahnung. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Vielleicht lernen wir irgendwann anders was. Gehen wir jetzt erstmal in die nächste Welt. Die... Yay! There and back again. Hin und nochmal zurück.
Schlüssel aber haben. Schön, so welche Rätsel sind super, aber. Phase. So, die eine, die grüne, geht nämlich immer weiter. So blinken. So. Die wird nämlich von der Zeit nicht beeinflusst. So, hopp, hopp. Nehmen wir den schon mal. Den anderen holen wir jetzt auch. Weiß noch nicht, wie ich da hochkomme. Ah, hier. Stimmt, habe ich ganz übersehen zum Klettern. Hopp. Ja, ich bin ja schon einer. Ganz besonderer. Ich muss warten, bis ich auf so einer Wolke drauf bin. Schicken wir die mal weiter zurück. So, hopp, hopp. Sind immer zurück. Ah, Mist. Ich schaff da nicht, oder? Nein. So, aber so schaffe ich's. Auch cool. Ah, geht doch. Sehr interessant, sehr interessant. Vielleicht haben wir hier alle Puzzleteile zu holen. Ah. Jawohl, warte mal. Darf er sterben oder darf er nicht sterben? Ah, okay, gut, er darf komplett nicht sterben. Ach, ich weiß ja was. Ich würde mich zurückbewegen, aber das ja nicht mehr. Okay. So. Jetzt nimmt er sich nämlich den Schlüssel. Hast du toll gemacht. So, jetzt kann ich dich umbringen. Klau mir den Schlüssel. Hau das hier zur Seite. Mach das hier auf. Ich habe ganz vergessen. Für mich zählt das ja genauso. Ich bewege mich ja auch zurück. Hoppa. So. Nächstes Rätsel, bitte. Das bewegt sich zeitlich gar nicht. Okay, dann gehe ich hier hoch. Ladidadidadidam. Hopp. Und da das ja gar nicht beeinflusst wird dadurch, ich aber hier hoch kann, hopp, schaffe ich das auch. Da das Puzzleteil eh bleibt, wo es ist, kann ich das auch so machen. Interessant. Zeit spielen. Klick. Das ist ja fast so wie Prince of Persia, das Sense in Time. Aber da das später rausgekommen ist, ist Sense in Time eigentlich der Vorgänger. Die engen Kanäle. Auch so eng finde ich das hier aber gar nicht. Wow. Stirb! Okay. Hä? Ach, der wird, glaube ich, nicht beeinflusst dadurch. Okay. Dann muss ich den jetzt erstmal killen, so. So. Muss erstmal hier entlang gehen und dann wieder zurück. So. Ach, der wird gar nicht von der Zeit beeinflusst. Fuck, so. Geh hier hin, warte hier ganz kurz und so. Ich hab's ja fast geschafft.
Ei, 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 ei. Alle Hasen tot. So, was hat Puzzleteil jetzt? Hä? Ah, okay. Hä? Nein, ich verstehe gar nicht. Okay, nochmal nachdenken. Das hat alles mit der Zeit zu tun. Okay, doch nicht. Das hat doch nichts mit der Zeit zu tun. Höchstens schnell rennen. Irreversible, also nicht nochmal machbar. Lass mich ran, ich brauche die bestimmt irgendwo hin. Oh oh. Hilfe! Okay. Okay, was passiert denn da? Ah! Was ist das denn? Wer hat denn das gemacht oder wie habe ich das geschafft? Okay. Ich muss hier irgendwo schnell einen Schalter finden. Ah, falsch, falsch. Dieser Schlüssel bleibt nämlich ewig. Okay, dann kann ich nämlich hier wieder zurückgehen. Habe ich falsch gemacht und falsch gedacht, aber... Hallo? Bisher nichts. Wir haben definitiv aber schon mal einen Tisch. Da, doch. Und hier ist diese Welle. Passt das bestimmt dann noch? Hier ist das bestimmt. Das passt hier nicht, aber vielleicht passt das hier rein. Nein. Hier, hier. Genau. Das passt zum Beispiel schon mal. Und hier haben wir ein kleines Verbindungsstück. Ja, wo kommt das wohin? Muss er da verbinden? Ja, so. Genau. Boing. Boing.
damit zurück. Oh. Was denn nun davon? Wow! Da bin ich aber erschreckt. Wow. Ah! Hilfe! Ah, okay. Komm her. Komm her. Er wird ja nicht zurückgedreht, aber die Sachen hier. Komm her. Warten wir einfach, bis sie hier runterkommt. So, stirb. Den haben wir besiegt. Dupdi-dupdi-dupdi-dum. Tingeling. So, das bewegt sich schon mal gar nicht durch die Zeit. Aber das bewegt sich schon mal. Da heißt, muss ich schnell agieren. Komischen Bob da Ding mal wegnehmen. So. Schlüssel verliere ich jetzt wieder, oder? Ja. Ich muss hier alles nochmal neu machen. So. Hier hoch. Hier, dass ich aber hier war. Okay. Weil, dann, wenn ich zurückspule, speichert sich das, dass ich einmal oben war. Und das Ding da an der Seite bewegt sich ja eh. So. Doch nicht so, wie ich geplant hatte. Nochmal, okay. Nochmal nachdenken. So. Ich glaube, wir können hier nur einen Schlüssel pro Zeit holen. Ich bin mal so nett. Geh mal hier hin. Hol mir hier den Schlüssel. Und geh hier hin. So. Jetzt werde ich einfach das normal machen und dann auf da zurückspulen. So. Das bewegt sich ja nicht. Ich aber schon. Und boing. So. Egal. Dann habe ich das schon mal nicht geschafft, aber... Oh, ey. Echt nur die zwei Puzzleteile, Alter. Okay, aber... Hier fehlt uns ein Teil, das da oben, damit wir das zu Ende machen können. Naja, ich beende mal jetzt den Part und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Wenn es wieder heißt, spielen wir das mal schnell durch. Bis dann, tschüss.